Oh, das ist ja eine schöne Gegend. Die sie mir hier ausgesucht haben. Wer bist denn du? Bist du ein Abonnent von diesem Kanal? Du bist kein Abonnent. Ich verschreibe dir mal ein Rezept, ja? Wenn du jetzt den Abonnieren-Button von diesem Kanal drückst, alles in deinem Leben geht nach oben. Du findest einen neuen Job, du verdienst 80 Milliarden Euro im Monat. Ich sag dir, wie es ist. Ja. Danke. Ja! Eine Firma hat mich angerufen, meinte so, ja, du bist ab heute unser Hotel-Renovator. Ich glaube, die hießen irgendwie Focus Entertainment oder so. Also Focus Entertainment und Hotel-Renovator, die sponsern auch das Video von heute. Und die haben mir gesagt, yo, geh mal in das Hotel und renovier das mal. Zerstör alles, was alt ist, bau auf, was neu ist, wähl unter über 2000 Items, kriegst von uns 100.000, renovier die Scheiße aus unserem Hotel und mach dich bereit auf ein paar VIP-Gäste, versuch auf ein 5-Sterne-Rating zu kommen und dann ist alles Gucci. Also Focus Entertainment und Hotel Renovator. Mach ich gerne. Und wenn ihr auch Bock da draußen habt auf denselben Job, dann bewerbt euch oder holt euch das Game, ihr wisst, was ich meine, unter dem Link in der Videobeschreibung. Also vielen Dank an Focus Entertainment für diesen tollen Job. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Ich habe hier mich ein bisschen schick gemacht. Ach du Scheiße. Krawatten binden, kein einfaches Unterfangen. Wir versuchen eine Naht an der Krawatte, die weiß zu bringen, angefangen mit der auf der Münze. Oh mein Gott, ich habe gerade irgendwie random eine Krawatte gebunden und es funktioniert sogar halb. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Krawatte gebunden, obwohl ich Versicherungskaufmann bin. Auf für meinen ersten Arbeitstag. Lass uns ein paar Hotelzimmer renovieren. Let's fucking go. Hotel Renovator, yeah! Ich renoviere Hotels, oh! Ich renoviere Hotels, oh! Denn ich mag Hotels, oh! Komm in mein Hotel, yeah! Wir renovieren Hotels, yeah! Ich bin sterzig hier, hey! So, ich bin jetzt mal gespannt, wie es hier von innen aussieht. Ich guck mich mal einfach... Gut, also ich würde sagen, bevor wir irgendwas machen, die Lobby, die geht ja gar nicht. Wir machen mal ganz kurz im Speedrun hier alles fertig. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Krawatte gebunden, obwohl ich Versicherungskaufmann bin. So, meine Damen und Herren, wir haben ein bisschen renoviert. Ihr habt es gesehen im Schnelldurchlauf. Es war klasse. Ich möchte, dass Liebe hier reinkommt. Deshalb habe ich unser Foyer einmal richtig hübsch gemacht. Jetzt fragen sich vielleicht viele sterzig, welche Richtung wolltest du hiermit einschlagen? Ich bin mir selber nicht sicher. Wir haben hier Sitzgelegenheiten. Zwei nebeneinander direkt. Wir haben hier eine schöne Sitzecke mit Licht, Spiegel, Bild, oh, ein paar Spinnweben. Wir haben hier einen Kleiderschrank sowie einen Fernseher darüber. Noch eine Sitzgelegenheit, ein paar mehr Lichter. Wir haben hier ein wunderschönes Foyer, wo man sich an einem kleinen Tisch setzen kann. Wir machen hinten die Tür mal zu. Und ich habe mein Hotel, welches ich ab heute führen werde, habe ich Sterzigs Oase genannt. Hat einfach den Grund, dass sich die Leute hier wohlfühlen sollen. Die Leute sollen hier reinkommen und sagen, wow, hier fühle ich mich wohl, in Sterzigs Oase. Unser heutiges Ziel ist es, die Zimmer vorzubereiten für hochkarätige Gäste. Deshalb, wir fangen in der geringsten Zahl an. Gibt es hier die 101? Hier, die 101. Guck mal, vielleicht sind noch Gäste hier. Die müssen wir dann verscheuchen. Aber das kriegen wir ja schon dann irgendwie hin. Was machen Sie denn hier? Oh. Nee. Was? Nee, raus. Ich penne hier. Raus. Ich darf doch hier probieren. Raus. Ich hab dafür bezahlt. Was ich diskutiere nicht hier? Mit Ihnen. Nein. Raus, ah. Komm. Ich hab dafür komm. Bezahlt, ey. Raus. Ich komme hier nie wieder her, ey. So Scheiße. Ja. Unglaublich. Also da, ich wurde gebrieft, ich bin da ja auch ein harter Kerl, ich greife da durch. So, was haben wir denn hier? Eieieiei. Ja, die besten Zeiten sind vorbei, ne? Das kriegen wir alles schon irgendwie hin. So. Schritt Nummer 1, wir hauen die Scheiße hier raus. Ciao. Boom. So, Badezimmer. Jetzt, wo wir den ganzen Müll schon mal raus haben, kümmern wir uns um die Wände. Die sehen schrecklich aus. Da hauen wir einmal kräftig hier gegen die Wand. So, und den Boden natürlich genauso. Der ganze Schmutz hier auf dem Boden. Wischen wir einmal die ganze Scheiße weg. Also ich bin der Meinung, wir sollten hier schön einen Teppichboden reinmachen. Hier, so ist doch schön. Machen wir hier im gesamten Zimmer schönen braunen Boden, ja. So, und dann gehen wir hier, nee, hier nicht.
Schön Keramik im Bad. Wird die Wände einfach klassisch weiß halten, glaube ich? Ja, komm, wir machen einfach hier sowas. Das sieht so ein bisschen fancier aus, ne? Im Bad machen wir wieder richtig schöne Keramiks. Oh! Schick! Und jetzt natürlich die Basics für ein Hotelzimmer. Wir brauchen natürlich ein Bett. So ein schöner Nachttisch. Wir machen hier so eine schöne Sitzecke rein. Kann man hier so eine schöne Sitzecke machen? Ich finde das ganz schick. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Jetzt fehlt noch ein Sofa. Die wollen, dass ich hier noch ein Sofa reinstelle. Schön. Und dazu selbstverständlich einen Kleiderschrank. So, und jetzt machen wir noch schnell das Bad ready. Ich mache jetzt so ein richtig modernes Bad. Zack, Waschbecken kommt hier hin. Ja, das ist richtig gut. Warte, ich packe das mal hier hin. Dann nehme ich das hier ein bisschen nach oben. Und dann kommt der Tisch hier wieder runter. Tschüss! So, und jetzt geht's eigentlich nur noch an die Deko. Und dann haben wir auch schon den ersten Raum geschafft, ne? So, jetzt noch die kleinen, feinen Touches. Boom! Yo, mein Name ist Sebastian Sterzig, herzlich willkommen zu MTV Cribes. Ich zeige euch heute den ersten Raum, den ich gecribed habe. Boom, man kommt rein, boom. Richtig neues, zuckersüßes Badezimmer. Schön moderne Fliesen an den Wänden, ne? Schöne Garnituren hier. Auch das Waschbecken ist super angepasst, die Toilette. Man kommt hierhin, ein wunderschöner, naja, wie soll man sagen, Kleiderschrank. Und dann kommt man hier rein und fühlt sich einfach wie zu Hause. Wir haben ein wunderschönes Bett, eine Tischgruppe. Wir haben hier noch einen extra Tisch, den man vom Bett aus bedienen kann. Ablagemöglichkeiten ohne Ende. Wir haben Bilder, schöne Wände, ein schöner Teppichboden, eine Couch zum Ausruhen. Was will man mehr, meine Damen und Herren? Ja? Raum 1, check. Hä? Was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich hier das Huhn angeklickt und es will mit mir zocken. 3. You win this round. Was soll ich denn? Hä, warum spiele ich jetzt gegen dieses Huhn? What? Wir cleanen einfach noch einen Raum. Und ich glaube, wir sollten jetzt mal vielleicht einen Raum in einem anderen Stil machen. Weil wie wäre es, wenn wir so einen richtig abstrakten Künstlerstil machen? Aber erstmal, meine Damen und Herren, mache ich Mittagspause. Guck mal, wir können jetzt hier den ersten Raum verbuchen. Book the room. Sir! Legen Sie sich hin, entspannen Sie sich. Sir! Ich würde Sie einfach mal alleine lassen. Zimmer 101 war schon Horror genug. Also ich hoffe wirklich, der Gast in 202 hat schon ausgecheckt. Ansonsten setzt es jetzt hier richtig was. Oh! Ist ja niemand hier. Aber hier sieht's aus wie Scheiße. Oh Gott! Es tut mir so leid! Ey, was wollen Sie hier? Ich hab Late-Checkout! Soll ich einen Krankenwagen rufen? Oh Gott! Nee, alles gut! Das ist ganz normal! Okay. Bitte, kommen Sie bitte raus! Gehen Sie zum Checkout! Gehen Sie auf die Straße! Ist mir scheißegal! Sie verlassen sofort! Verlassen Sie dieses Grundstück! Verdammte Scheiße! Plan für diesen Raum? Wir machen den mal so abstrakt, wie es geht. Wir machen jetzt hier so einen schönen Grünraum. Wo einfach Thematik grün. Hauptsache grün. Oh, ich fühle mich wie im Dschungel. Pocahontas. Nee, warte mal. Tarzan? Justin Bieber? Wir fangen wieder an mit dem Bett. Wir sind durch. Der Raum ist fertig. Ha, meine Dame, darf ich Ihnen eine Roomtour geben? Ich nenne die 102 gerne die Reise in eine andere... Sagen Sie mir doch gern... Gefällt's Ihnen? Gut, dann viel Spaß hier im Zimmer. Wir machen jetzt die 103. Die 103, da brauchen wir noch eine Vision. Dieser Raum heißt einfach emotionale Leere. Ich hoffe wirklich, die Person hat schon ausgecheckt. Hallo, Zimmerservice! Okay,
Okay, also im Bad ist schon mal niemand. Sofa. Eieiei, hier ist auch ultra viel Dreck. Ach, entschuldigen Sie, ich war mit meinen 10 Litern Rapsöl so beschäftigt. Das kann jetzt nicht sein. Also ich raste langsam aus. Okay. Sie können nicht, Sie haben bezahlt für 12 Stunden. Wissen Sie was, Sie können mich mal. Sie können mich mal. Sie sehen aus wie Scheiße. Und nehmen Sie Ihren dreckigen, nehmen Sie Ihre scheiß Sofa da hinten mit oder was das ist. Okay, wir gehen dann mal. Raus jetzt! Raus jetzt! Ich diskutiere nicht mit Ihnen! Sie verlassen sofort den Raum! Mann! Fangen wir einfach ruhig an. Scheiße! Schön! Scheiße! Schön. So. Wir nennen diesen Raum einfach ein Traumenpink. Bitte haltet mich auf. Eieiei. Boom. Oh Gott. Gott. Eine Sache in diesem Raum wird niemals ausgehen. Und das ist Toilettenpapier. Jetzt muss ich auch noch dekorieren. Boom. Oh Gott. Was habe ich geschaffen? Oh Gott! Ich wär fast lieber, also ich bin ehrlich, ich wäre fast lieber in den ersten Raum eingezogen als in das. Oh Gott! Was habe ich getan? Na! Ah, und sie hat sogar ein pinkes Kleid an. Sie sollte sicher. Okay, ich glaube, sie fühlt sich wohl hier. Weißt du, hier hat noch alles normal angefangen. Und alles war okay. Plötzlich mache ich hier so einen grünen Raum und dann einen Tag später kommt einfach das hier. Was ist das? Aber wisst ihr was, Freunde? Ich muss sagen, ich bin höchst zufrieden. Ich bin höchst zufrieden. Alter, wer ist er denn? Meine Damen und Herren, wir haben heute sehr viel geschafft. Wir haben einmal das Foyer hier unten auf den Kopf gestellt. Wir haben ein wunderschönes Zimmer gemacht, welches dem modernen Hotel-Look entspricht. Wir haben ein Art-Projekt in Raum 2 gemacht mit einem Urwald und wunderschöner Beleuchtung etc. etc. Und dann in dem dritten Raum eine pinke Freude. Das war schön. Dieses Spiel bietet wirklich einiges, aber jetzt mal kurz Butter bei der Fische. Vielen lieben Dank an Hotel Renovator und Focus Entertainment für Sponsoren von dem Video. Das ist legit ein wirklich gutes Spiel. Also, ihr habt es gesehen, es gibt 1000 Sachen, die man hier überall und sehr, sehr einfach anbringen kann. Es gibt Wandsticker. Meine Arbeit ist top-notch gewesen, gebe ich zu. Und vergesst nicht, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann kommentiert doch gerne, was euer Lieblingsraum ist und warum. Ich mache Feierabend. Tschüss.